Rettungswegen, Einsatzwegen des BRKs, mehrere Mannschaftswegen der Polizei, alles vor unserem Garten. Was ist da los? Gestern Abend schon haben wir über Nina erfahren, dass in der Nähe eine Bombe gefunden wurde. Eine alte Fliegerbombe, scheinbar bei Bauarbeiten. Und zwar genau, ja, oder circa da, wo ich den Mittelpunkt des Kreises habe, des großen Kreises. Die zwei roten Klammern auf dem Bild sind Polizeisperren der Polizei, die nicht mal Fußgänger durchlassen, ohne nachzufragen, wohin sie denn wollten. Da war ich auch betroffen. Ich wollte eigentlich über unseren Garteneingang wieder rein, konnte dann auch nach Erklärung weitergehen, aber wurde erstmal aufgehalten. Wir wohnen ungefähr ein bisschen über 100 Meter außerhalb des Evakuierungskreises, in dem viele Gebäude stehen, die mehrstöckig sind, also es mussten ganz schön viele Leute evakuiert werden. Das ist in den vergangenen Jahren nicht das erste Mal gewesen und ich weiß, man hat dann eine gute halbe Stunde Zeit, um alles zusammenzupacken und da muss man raus und darf auch nicht wieder in seine Wohnung zurück. Auch wenn man später von außerhalb anreist und in seine Wohnung will, wird man nicht mehr durchgelassen. Nun hören wir Prepper oft das Argument, Notfallrucksäcke, wozu denn? Ja, genau, wegen so einem Fall. Es muss ja keine Katastrophe sein. Aber wenn man schnell raus muss aus dem Haus und nur eine halbe Stunde Zeit hat, da bleibt nicht viel Zeit zu überlegen, was man einpacken muss oder will. Gerade die wichtigen Dokumente bleiben zu Hause liegen oder das Spielzeug der kleinen Kinder, ein Kassettenrekorder mit Hörspielen, das Kuscheltier, was auch immer. Aber wenn man draußen ist, kommt man nicht mehr zurück. Es macht also durchaus Sinn, immer einen Fluchtrucksack für alle gepackt im Haus zu haben. Genau gegenüber von unserem Garten, in der Turnhalle hinter der Schule, ist dann die Notunterkunft für die Evakuierten, die nicht zu Freunden fahren können oder keinen anderen Ort finden, wo sie unterkommen könnten. Um euch ein Bild davon zu machen, wo das ist, ist es der grüne Punkt links, eher im oberen Hälfte. Man sieht also, es kann schneller gehen, als man denkt, und plötzlich steht man auf der Straße mit ein paar Sachen und muss weg. Daher beherzigt den Ratschlag, habt immer euer Fluchtgepäck bereit, denn sowas kann euch jederzeit passieren. Eure wichtigsten Unterlagen solltet ihr gescannt auf dem USB-Stick dabei haben, auch wenn es rechtlich umstritten ist, ob die gültig sind oder nicht. Wenn ihr bei, nehmen wir an, die Bombe geht hoch und das Haus fängt zu brennen an, wenn ihr alle eure Unterlagen verliert, dann habt ihr es schwer. Die Fotoalben sollten euch dabei am wenigsten interessieren, denn ja, das ist verzichtbar, wenn es wirklich verloren geht. Aber der Rest von eurer Habe, der euch wertvoll ist, den solltet ihr einpacken.